Auch wie die schon ankommen, wie geil hier. Ich habe schon keinen Bock mehr hier auf die. So, wie viel Geld wollte der eigentlich nochmal haben, um darüber zu fahren? Nur mal so aus Interesse. Nicht, da ich es tun würde. Gute Arbeit, Sparrow. Eines Tages wirst du vielleicht ein echter Drache. Komm an Bord und flieg mit mir in die Welt der Magic Crafters. Nein, ich bleib natürlich noch hier. Wieso hat der Typ eigentlich keine Stimme? Die Drachen ja schon, aber der Typ hat nur Sprechblasenboxen. Wer weiß das schon? Hier unten ist noch ein Level. Da gehe ich rein. Ice Cavern. Ey! Wieso stößt der davor ab? Das war echt voll scheiße. Okay. Eislich geht's hier. Wie beschreibe ich das? Die Musik erinnert mich an eine Disco, aber nicht an die Disco selber, sondern sagen wir mal vor der Tür vor einer Disco. So, also dass die Musik so leise und so geschallt gehalt so ist. So, wie beschreibe ich das? So gedämpft, genau. Ist nur mein Eindruck. Also der Dicke hier, der wird schon mal ein bisschen... gucken wir mal kurz. 405 Drachen, das sollte vom Inhalt her bis jetzt das größte Level sein. Schmeiße mit Schneebällen, das kann ich nicht tolerieren. Das kann ich nicht tolerieren, mein Freund. Stirb bitte. Hör ich? Nee, es gibt keinen Drachen. Kein Drachenei. Ich dachte, ich hätte schon wieder so einen Typen gehört. Oh mein Gott. Spielt am besten jemand Spyro mit. Oder guckt Spyro nicht mit Kopfhörern. Nehmt hier irgendwas wahr, was gar nicht da ist. Okay, Nummer 1. Ulrich! Sei vorsichtig, mein Kleiner. Und greif die großen Feinde erst an, wenn du so groß geworden bist wie ich. Seht mich an, seht mich an. Ich bin ein großer Drache. Ich mach alles kaputt und du lieber nicht. Ich rate dir, das Spiel nicht zu, ne, komplett durchzuspielen. Vollidiot. Boah. An den Fenstern Dinger sind ja auch noch was. Und hier bloß nicht runterspringen. So sieht das nämlich unten aus. Okay, das war echt ein Vollidiot, finde ich. Hi. Ups. So, boom, boom, boom. You are dead. Und hier auch noch. Ja, 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 ja. Der Typ liegt hier rum. Ach, hier habe ich noch einen vergessen. Guck mal an. Alles klar. Gibt es hier sonst was zu entdecken? Nee, scheint wohl hier weiter zu gehen. Ach, hier ist ein großer Raum. Mit Drachen und Gegnern und alles Mögliche. Und hier sind Fledermäuse. Die Fledermäuse sind die Helfer sozusagen. Wenn man die röstet, gibt es Schmetterlinge. Ja, geröstete Fledermäuse werden zu Schmetterlingen. So sieht's aus. Okay, jetzt gehe ich hier rüber. Hier ist ein Schatz, aber ich brauche einen Schlüssel dafür. Das ist schön. Schön blöd. Dann konnte man nicht irgendwie die Dinger auch rammen und dafür irgendwas bekommen, oder wie war das? Nee, scheint nicht so. Aber man kann sie rammen und sie haben eine Animation. Das ist bedeutend. So, jetzt wollte ich nur mal gucken. Ich kann ja von hier aus da... Da ist ja der Schlüssel. Guck mal. So, also von hier aus kann ich anscheinend wirklich nur dorthin fliegen. Das tue ich dann auch mal. So. Jetzt muss ich nur gleich irgendwie dahin zurückfinden. Das denke ich mal, kriege ich schon ganz gut hin. So, was ist denn jetzt hier? Ach, hier komme ich hier gut, hier komme ich wieder zurück. Andor, sag mir was Cooles. Danke, dass du mich befreit. Das fand ich sogar sehr cool. Und jetzt wird... Nee, das ist gar nicht da, wo ich herkam. Moment. Ich glaube hier gerade ein Bullshit. Das ist gar nicht wahr. Dann gib mal her, gute... Hier ist gute Zeug, ne? Ich muss hier meinen Rückweg wiederfinden. Moment. Nee, warte, ich renne nochmal dahin zurück. Ich bin gerade voll durcheinander. Renn hier weiter. Ich weiß ja gar nicht, welcher Weg jetzt wohin führt. Das ist mein Problem. So, wo ist denn... Da, stopp. So, Kisten holen. Moment, lag hier... Oh, ach du Scheiße. Das darf ich niemals übersehen. Das ist ganz wichtig. Das hänge ich hier am Ende mit, ja, fast vollem Zeug, aber keine Ahnung, wo ich den Rest hin soll. Okay, hier geht's also wirklich anscheinend zurück zum Anfang. Zum, Quatsch, Ende, Levelende. Aber ich benutze die Dinger sowieso so gut wie nie eigentlich, weil
Start und rausgehen tut's ja auch. Ja, warte, ich renn noch mal hier hin. Warte, ey, so viele Wege. Da hinten sich auch schon noch ein Weg hier. Es ist grauenhaft. Na gut, dann hier. Asher, sag was. Danke, dass du mich befreit. Das war sogar noch cooler, weil er es mit viel mehr Emotion gesagt hat als der Typ vor ihm. Okay. Na? Was haben wir denn hier? Ist das der Raum, wo ich... Nein, das ist er, glaube ich, auch nicht. Ach man, ich vermisse meinen Raum. Autsch. Ah, daneben? Wie jetzt? Gibt's doch nicht. Oh, was? Sind das da echt drei Leben da oben? Ich fass es nicht. Wie komme ich denn da hin? Ich wüsste nicht wie. Mal sehen. Da oben ist auch noch... Ach, da ist noch ein Drache. Moment, Alter. Ich bin so durcheinander. Also hier ist wohl eher Sackgasse, würde ich mal sagen. Also renn ich. Wo wollte ich denn eben noch rennen? Oh mein Gott. Meine Güte. Oh, Junge, Junge. Schön vorsichtig. Oh Gott. Ich sag noch vorsichtig und gehe dabei noch fast drauf. Das ist einfach nur schrecklich. Ja, schrecklich. Genau. So, und jetzt will ich hier hoch. Und diesmal will ich auch weitergehen. Moment, was ist denn das für einer? Das ist ein fetter, aber der hat eine Stahlrüstung an. Keine Ahnung, wie ich den jetzt fertig machen kann. Ich werde mich mal gleich umgucken, ob es eine Methode gibt. Ja, hi, mein Großer. Also, so ist ja wohl... Oh, fuck. Ach, ich hau ihn einfach in den Abgrund. Das finde ich auch gut. Das ist natürlich auch eine gute Methode. Also niemals vor so einen Abgrund kämpfen. Deswegen habe ich mich auch extra auf die andere Seite gestellt, damit der mich dann nicht runterschlagen kann oder so ein Scheiß, ne? Immer schön mitdenken bei sowas. So. Hier konnte ich wirklich... Alter, ich hatte das so in Erinnerung, dass hier irgendwie so, wenn ich die Dinge angerempelt habe, irgendwas runterkam. So, jetzt bin ich in meinem Raum zurück. Kann das sein? Ja, diesmal bin ich es. Und ich bin so froh darüber. Also. Ach, da oben! Davon rede ich doch die ganze Zeit. Da seht ihr es. Ja, dann werde ich das gleich mal, ne, machen. So, erstmal öffnen hier. Wow. Schön beschmückt mit Reichtum. Ja, hier. Typ, Kumpel, Kollege, Todor, red mit mir. Psst, Spyro. Einige große Norks tragen eine Rüstung. Und in der Eishöhle können sie darin leicht ausrutschen. Okay, wer hat denn dieses komische Geräusch gemacht? War Spyro das? Das klang echt dumm. Okay, hier muss ich... Warte, um die runterzuholen, muss ich vorsichtig sein, weil... Ich meine, ich kann sehr schnell selber in diesen Abgrund reinfallen. Und hier ist echt nur eine Sackgasse. Das heißt, ich hätte die ganze Zeit... Oh Gott, ich hätte hier lang und dann darüber gekonnt und... Ach, das wäre so viel simpler gewesen. So, jetzt fehlen mir auch gut 100 Münzen und ein Drache. Wie gehe ich denn dort vor? Also, ich würde sagen, ich fliege hier nochmal rüber. Von hier aus dann hier rüber. Ja, so, ja, gefällt mir. Finde ich gut, finde ich, ja, ne, ja. Okay, und von hier aus, ach, da oben. Das mache ich folgendermaßen. Ich muss selber erstmal rausfinden, wie. Ganz einfach. Also hier ist doch bestimmt so einer, der ja genau einer, der kleiner ist. Und dann kann ich von hier aus so hier rüber. Alter, mir tun voll die Finger weh, Mann. Die L und R, zwei Tasten. Die sind voll schwer zu drücken auf meinem Gamepad. Ah, fuck, jetzt habe ich es verkackt. Okay, ich bin zu weit geflogen. Och ne, jetzt bin ich wieder hier, das gibt's doch nicht. Ah, dann nochmal. Nein, das ist... Ne, Moment, hier konnte ich auch lang, oder? Und dann komme ich da hinten auch raus. Ich habe gerade keine Ahnung, ich bin da ganz ehrlich. Aber meine Kameraschwenktasten tun weh. Ich könnte sie auch eigentlich umlegen, theoretisch. Umbelegen. Ich habe hier noch die L, R und L1-Taste, die sind normal. Also, es ist nicht, weil kaputt ist oder so. Das ist einfach so. Man muss ihn fest durchdrücken. Ähnlich wie beim GameCube-Controller, aber... viel unkomfortabler, ich sag's euch. Das ist nicht so geil. Ah ja, ich bin ein echt armes Wesen. Hm.
So, und diesmal mache ich das richtig. Es ist gar nicht mal so einfach. Man muss da schon ein bisschen präziser vorgehen. Ich gleite einfach nicht, sondern springe einfach nur. Ich glaube, das klappt sogar besser. So, von hier aus gehe ich dann hier rauf. Ach, hier sind sie wieder. Okay, ich dachte, es levelt nur ein von denen. Was Skier-Typen. Und das Wasser hat gar keine Animation, das ist voll komisch. Ich weiß nicht, ob das im Originalspiel jetzt auch noch so war oder ob das an meinem, ja, ich sag mal, Texturenpack liegt. Also es ist sozusagen, ja, so ein, das, was die Grafik so ein bisschen höher dastehen lässt, ein bisschen aufrüstet. Aber das habe ich eigentlich auch nur gemacht, damit Fraps das überhaupt erkennt, weil normal war das. So wie es normal ist, hat Fraps das gar nicht erkannt. So, es sieht grafisch ein bisschen besser aus, kann aber auch wahrscheinlich seine Nachteile haben. Ich glaube zum Beispiel, wenn ich auf Pause gehe, dann ist alles grün, aber normalerweise sieht man noch die Umrisse oder also das, den Hintergrund so in grün, sagen wir so. Und das ist hier zum Beispiel auch dann gar nicht mehr vorhanden so. Also solche Kleinigkeiten halt, ne? Aber im Grunde genommen sieht das ja auch ganz okay aus. Und der Typ schmeißt mich die ganze Zeit hier ab. Hab mich zwar nicht erwischt, aber... Was? 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 Ich röste dich gleich dreimal für diese Unverschämtheit gerade. Du! Renn bloß nicht nochmal von mir weg, Freund. So, hier gibt's echt eine Menge zu entdecken. So, hier noch und dann hätte ich hier alles, dann renne ich hier oben weiter. Boom! Und noch, oh, ich wollte noch ein zweites Mal darauf. Ich wäre hinterher gefallen. Okay. Bam! Und da ist der Ragnar. Du hast dich wacker geschlagen, Spyro. Einen gedachten, du wärst noch nicht bereit, aber ich wusste, ja, dass sie sich irren. Klar bin ich bereit. Bereit für den Kampf. Na, zwinker, zwinker. Bereit. Okay, das ist echt voll falsch gerade, Mann. Ah, okay, er wusste schon immer, dass er bereit ist. Ich finde, die hätten ein paar mehr Synchronsprecher einbauen sollen. Das ist irgendwo auf einige Zeit merkt man wirklich, dass es immer dieselben Typen sind. Hab alles auf jeden Fall voll, kann wieder gehen. Getrost aus dieser Eiswelt. Sie war lustig. So, hier Geld, ne? Lalalala. Hab 2100 insgesamt. Und jetzt renne ich hier wieder hoch und gehe direkt ins nächste Level rein. Frage ist nur, wo ich das nächste Level finde. Finde, ja. Hier, das sieht doch ganz gut aus. Dr. Champ. Mal sehen, was Dr. Champ so für mich vorsieht. Okay. Ein Drache und 300 Geld. Ja, Geld, ganz recht. Okay. Oh, oh, wow. Da, die kann mich natürlich schnell in den Abgrund hauen. Was, wo kommt der denn her? Hier. Ha, seine Rüstung hat geglüht und ich habe ihn trotzdem erwischt. Ey, gib mir den Zehner. Och man, das ist so genervt. Genervt? Na, ich bin genervt davon. Das ist ärgerlich. So sieht's aus. Na los. Ich glaube, die sind ein bisschen geupgradet. Ich glaube, in dem vorherigen Level, da waren die noch gar nicht voller Rüstung, oder? Ich hab's vergessen. Ne, da hatten sie so einen China-Hut auf. Die waren da nicht gerüstet. Das weiß ich doch noch, Mensch. Okay, dann erstmal hier, ne? Alles und so. Vielleicht muss ich noch eine Methode finden, da hochzukommen. Wow, Freunde, ich komme ja alle aus der Ecke raus. Ey. Ey, ich muss ihm hinterher rennen, weil... Okay, ich nehme es dankend an. Und dann habe ich noch ein Stück Geld gesehen. Ist immer gut, dass ich zurückrenne, weil ich übersehe echt eine Menge. Bum, bum. Noch Fragen? Es gibt einen Schlüssel anscheinend. So, da hinten ist so ein Glitzerstrudel, aber da hinten geht's auch noch weiter. Also hier ist noch so eine fette Lady und noch mehr Geld. Und noch ein Strudel. Moment, es gibt zwei Strudel. Wohin führt mich ein Strudel 1? Ich schaue mich einfach mal um. Also damit lande ich hier auf diesem Turm. Das bringt mir Cash.
und so. Und ich kann, Moment, ich flieg mal darauf. Bringt mir aber nichts eigentlich. Dann fliege ich halt hier hin. Ah, guck mal, da habe ich schon wieder Geld übersehen, glaube ich, oder? Moment, das gleiche nochmal. Aber diesmal anders. Und zwar fliege ich diesmal ganz nach da hinten durch. So. Ach, da, was? Warte mal, was ist denn da drin jetzt noch? Oh Mann, kann ich dieses Geld nicht... Warte mal, wie viel... Sind das... Ist das zwei oder vier? Es sieht irgendwie aus... Also sind das ein oder zwei Steine, meine ich. Das sind wohl zwei Steine gewesen. Gut, da ist noch ein Weg. Keine Ahnung. Ich gehe den mal gleich. Also, der ist nochmal vorgemerkt. Jetzt renne ich erstmal hier lang. Hier ist ein Drache. Wow, das... Ach, das ist wohl Dr. Wie hieß der? Dr. Champ. Champ, ne? Wegen Champ. Versteht ihr? Champion? Trondo? Trondo, gib mir einen Tipp bei dem Bossfight. Dieser Typ hält sich für so cool. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es war, ihm zuhören zu müssen. Aber eins kann ich dir sagen. Er sollte sich besser vorsehen. Okay, also er musste ihm wohl zuhören, wie er echt Reden gehalten hat, wie cool der doch ist. Aber bevor ich da hingehe, will ich doch erstmal... Ach, das ist dann hier die andere... Okay, ich hab verstanden. Dann komme ich einfach nur hier raus auf der anderen Seite, also. Ich mach's mir ja irgendwie selber ein bisschen schwerer. Ich meine... Wäre ich direkt hier lang und dann hier rein, dann hätte ich von hier aus da hochgekonnt. Und so weiter, naja. Das weiß man ja vorher nicht. Ich kenne das Spiel jetzt nun auch nicht auswendig. Gut, was muss ich... Ach so. Ich muss ihn also von hinten erwischen, während er versucht mich zu schlagen. Ah, okay, der droppt ein bisschen Geld und dann geht die Brücke hier auf. Also immer so ein bisschen Ringkampf hier, ne, sozusagen. Ich muss immer so von hinten erwischen. Ähnlich vielleicht wie bei Mario 64 Bob-Oms Bomb-Fight hier, aber... Was? Ey, ich hab ihn doch erwischt. Der hat sich wieder den Rücken zugedreht. Lüg mich doch nicht an. Der hält sich für so cool, der trägt eine Sonnenbrille. Ey, komm. Der lügt. Ich treff den eigentlich. Okay, ich verstehe diesen Typen nicht. Er trifft mich, ich ihn aber nicht. Und jetzt muss ich nochmal probieren. Also ich renne einmal... Ah, das will ich ja nicht. Will ja nicht runterfallen. So. Okay, ich krieg so ein komisches Teil. Das bringt mir ein Leben, wenn ich ganz viel davon hab. Aber den Typen habe ich nicht verstanden. Der dreht sich mir den Rücken zu. Ich treffe ihn, zählt dann nicht mehr. Da, schon wieder. Was soll denn das? Und der bewegt sich ja nicht großartig. Hä? Und wieso trifft er mich? Das ist voll der Abstand. Ja, jetzt. Okay, ich verstehe das nicht. Ich glaube, entweder ich stelle mich blöd an oder die haben den echt unpräzise entwickelt. Das... So, nee. Nein, ja, keine Ahnung. Ich habe gewonnen. Ich habe zwar überhaupt keine Lebenspunkte mehr, aber ich habe es geschafft. So, und die Edelsteine zu sammeln wird jetzt ein bisschen schwieriger, weil eigentlich die Libelle trägt die immer so zu mir rüber, wenn ich in der Nähe bin. Da sie jetzt nicht mehr da ist, kann sie es auch nicht mehr. Aber ich habe anscheinend auch keine Gegner mehr. So, hier ist der Schatz. Wow, ein dicker Klunker. Problem ist nur... Ach scheiße, ich habe da oben Geld übersehen. Jetzt muss ich den ganzen Weg da nochmal hin. Ich hoffe, wenn ich jetzt sterbe, muss ich diesen Typen nicht nochmal machen. Das wäre echt kacke. Also mal sehen. 30 Geld fehlen mir noch, aber da liegen nur 5. Das heißt, irgendwo muss wohl noch so 25, entweder ein 25er oder 25 an sich noch rumliegen. Die muss ich jetzt halt finden. So, hier, also hier oben drauf ist irgendwie auch nichts, so, ne? So, hier war ich auch bereits. Ich renne mal ganz zurück, ich renne mal ganz zurück. Nummer sicher. Also Anfang des Levels. Ja, hier ist ein toller Torbogen. Da oben drauf scheint auch nichts zu sein. Okay. Warte, da oben. Oh, auf diesem Stein. Auf diesem Stein. Ich glaube, ich habe da was glitzern sehen. Das würde zumindest Sinn machen. Ah, okay. Yeah. Also dahin. Ach, guckt mal. Oh, ich sehe das Geld. 1,25er also.
ein riesiger Stein und da liegt mein 25er rum. So, ich weiß zwar, dass es voll macht, aber ich will natürlich diese Zahl da oben noch fertig machen lassen. Hab damit alles abgeschlossen, kann das Level verlassen und mit dem Level auch diesen Part, weil ich jetzt aufhöre zu spielen, knallhart gesagt. Mache ich das jetzt off-game hier, off-screen ohne Aufnahme, oder mache ich das jetzt noch hier, dass ich noch einen Speicherpunkt suche? Also beim nächsten Mal auf jeden Fall noch das Level da oben, und ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Doch, da, nee, da hinten war keins. Doch, hier war aber noch was, oder? Nee, kein Level hier. Egal, ich speichere einfach ab. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es ist scheinbar nur ein Level. Könnte ich eigentlich theoretisch auch noch durchziehen, hätte ich eine Welt voll, aber nein, ich mach das nicht. Bin ein bisschen kaputt, ist schon spät, bin müde und so. Egal. Beim nächsten Mal also, glaube ich, wohl das letzte Level in diesem Bereich, in dieser Welt. Hier war ich ja, ne? Das war ja Dr. Champ, genau. Und, oh oh. Krieg ich auch, also Night Flight. Und das Level wird, soweit ich weiß, wenn es das ist, weil ich denke, wird ziemlich anders als diese Levels hier noch von vorher kennt. Also lasst euch da überraschen und bis dann.